freie Kulturträger, 5 Stück, das wäre zum Beispiel das Kohi, der Tempel, Tollhaus, Substage oder, na, ich würde es Gotik nochmal dazu nennen, oder Mikado. Die letzte war im Staatstheater, da war ich bei der Ballettaufführung Mythos. Kann ich nur empfehlen, ist zwar keine freie Kultureinrichtung, aber extrem spannendes Ballett. Also Kulturpolitik in der Kommune, in der Kommunalpolitik, ist ja im Wesentlichen auch eine Sache, die etwas mit Finanzen zu tun hat. Und wenn man sieht, dass das Staatstheater 21,5 Millionen Euro pro Jahr kriegt von der Stadt und alle freien Kulturträger zusammen so ungefähr 3 bis 4 Millionen Euro, dann wird einem dann schon klar, dass da ein gewisses Missverhältnis besteht. Und das ist das Ziel, diesen Anteil für die freie Kulturszene entsprechend zu erhöhen. Das Staatstheater hat den großen Vorteil, die haben einen Staatsvertrag, das wird automatisch immer erhöht pro Jahr. Und wenn man das erreichen könnte, so eine Dynamisierung mit der Inflationsrate für die freien Kulturträger, das wäre eine interessante Lösung. Also das Badische Staatstheater würde ich nicht schließen, da gehe ich einfach zu gern hin und 220.000 andere pro Jahr auch. Der KSC kann man nicht schließen, weil das ist ja ein Verein, der kann machen, was er will. Und Substage, da gehe ich auch hin, das würde ich auch nicht schließen, also macht keinen Sinn. Da muss ich hier ein bisschen die Geschichte ausgreifen, ganz kurz. Die Idee zu dem Kreativpark, die Idee Kreativpark und Kulturinsel aller Schlachthof geht auf meine Gruppierung zurück. Von daher gesehen, wir begleiten das Thema seit 1996 mit der Idee, mit der Trägerschaft. Wir sind dabei, das immer voranzubringen, auch in dem entsprechenden Aufsichtsrat der Fächer GmbH bzw. der Fächerentwicklungs GmbH. Und ich denke, das haben wir schon so durchschlagend bewiesen, dass wir für dieses Thema stehen, dass wir da gar nichts mehr groß sagen müssen.